Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Entschuldigung. Ja, es geht heute weiter. Und wir dürfen heute über die Route 5 weitermachen in Richtung Kieten. Und auf der Route 5 werden wir uns tatsächlich das nächste Team holen. So, Gott sei Dank, in der ersten Runde haben wir uns dann doch erkämpft. Und zwar dann doch, ja, Twiki. Aber es war nicht ohne. Definitiv nicht. So, gut. Ein Silberstaub, okay. Weil mein Kera, der hat tatsächlich in der letzten Arena gerockt. Ja. Ohne Dynamax haben wir uns tatsächlich den Orden erkämpft. Und heute, wie gesagt, geht es weiter über die Route 5. Ich vermute, dass wir hier weitermachen dürfen. Ja. Heute steht die Route 5 ins Haus. Und als erstes hier dieses kleine Kamerateam. Zeit für ein Hotline-Interview mit einem Arena-Challenger. Das würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf. Ein gutes Team aus Pokémon schreit regelrecht vor der Kamera. Ja, auf dieser Route 5 werden wir tatsächlich das dritte Teammitglied dann holen. Und die fangen auf jeden Fall mit einem Klick, das haben wir schon einmal gefangen, und einem Iguana an. Und dieses Iguana muss ganz dringend weg. Drauf auf Iguana, auf jeden Fall, da knall ich das erstmal raus, also, weil das ist das, was mir richtig wehtun kann. Vor allem beim Fekleon. Ja, kein Problem. Jetzt. Und da hast du. Aber die Sorge schon mal los. So, Samenbaum von Mirapla. Auf Klick. Klar, natürlich nicht so effektiv, aber die war. Oh oh. Du kannst auch ein Elektro-Pokémon. Okay, ja, gut. Klar. Jetzt war kein Elektro-Pokémon, aber es kann auch eine durchaus Elektro-Attacken lernen. So, dann nehme ich mal noch das Klick raus. Das sollte kein Problem sein. Einmal Aquawelle. Wisst ihr das? Ding eigentlich erledigt, also kriegst du noch eine Samenbombe hinterher. Ja. Okay. Damit war's das mit Klick. Das wieder Level Up für Zickzacks und für Pampuli. So. Puh, das lässt sich nur schwer ein paar Worte ausdrücken. Aber was für ein Potenzial. Oh, eine Niederlage. Heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Anfall wird? So. Gut, dann haben wir die zwei Heilis auch erledigt. Und hier gibt es. Wie heißt es hier? Ich weiß die Weiterentwicklung. Weiterentwicklung von Costor. Vorentwicklung von Costor. So, ich komme jetzt auf den Namen drauf. Wir gehen aber erstmal diese Route hier unten mal abarbeiten. Ja, ich werde es mir kurz fangen. Heilbälle. Frau, wie heißt es? Costor. Velosi. Ja, Velosi ist tatsächlich ein Pokémon, das vielleicht tatsächlich auch in der Naturzone ein bisschen hinterher ist, vom Typ Normalkampf. Die Frage ist, ob ich das nicht töte. Das geht. Ich werde es auf jeden Fall fangen. Also, zumindest nicht fürs Team, sondern nur für den Eintrag. Ich hab noch Superbälle. Keine Superbälle mehr. Okay. Dann machen wir so ein Pokéball. Ich will hier alle Pokémon mitten in der Route. Okay, dieses Velosi, das hat gesagt, nö, das ist nicht so. Mit dem feinen Unterschied, dass das Pokémon ist vom Level 1 Level höher als mein Mirapla. Also ist es dementsprechend. Okay. Das ist. Das ist nicht gerechnet. Ich will es haben, eigentlich gerne. Also zumindest den Eintrag dafür haben. So. Dann ist einfach drauf. Sind wir auf mit so Mist? Zack, gehst gerade auf den Deckel. So. Genau, wenn die Pokémon das Pokémon vom Level höher ist als mein eigenes, ist es schwieriger zu fangen. Das ist das, was eben tatsächlich auch der gute Jaro gemeint hat. Wir müssen eigentlich aufpassen mit dem Level.
Ich habe bewusst halt noch keine keine Rage-Bonbons genutzt. Jetzt mal aufhören? Ja, komm her. Jetzt haben. Oh ja, ist ja gut. Jetzt ist es im Sack. Wie los, ihn ist gefangen. Wie gesagt, es wird nicht ins Team kommen, sondern einfach nur ein weiteres Pokémon, das nur in der Box versorgen wird. Normal Kampf sogar schon, jetzt schon. So, Velocity ist drin. Dann fange ich mir hier dieses Flauschling. Du kriegst erstmal einen kleinen Klaps. Ja, mal gucken, heute sind tatsächlich die Arena raus. Herausforderung. Nicht heute, ist schon nächste Folge. Wir sind ja gerade aus der letzten Arena. Leider kommen die ganzen Arenengrößen dann hintereinander. Schlimme, dass zum Beispiel auch mit der letzten, der Verletzung der letzten Arena. Die kommen quasi direkt instant hintereinander. So. Und auch Flauschling gehört mir. So, vielleicht gehen wir gleich Level 23. Vom Typ Fee. So, das Picochilla will ich mir noch fangen, das, was da rumrennt. Hm, habe ich auch mal noch Beleber? Ich habe doch noch Beleber genommen. Man wird doch mit Beleber nicht zugeschmissen. Ich weiß gar nicht, 22, glaube ich, entwickelt sich in die Waffe. 21, 22, irgendwie sowas. So, dann fange ich mal das Picochilla. So, einfach hier mit Samenbomben drauf. Ich geh wieder halt. Picochilla sollte aber einfacher zu fangen, als er will 19, weil es runter ist. Sollte. Das bleibt natürlich nicht drin. Ich will eigentlich jetzt. Ich will mir die Pokébälle eigentlich nicht jetzt verbraten, um die random Pokémon zu fangen. Oh, eigentlich von mir. Mit dem Premier-Ball bleibst du natürlich nicht drin, ne? Oh! Das ist ein Luckshot. Das war ein Lucky-Wurf! Das passiert, umso mehr Pokémon fängt, passiert das mal. Unser erster tatsächlich. Oh, Level 21 Mirapla. Cool. Wir haben noch einen Picochilla mit dabei. 21 entwickelt sich das. Damit haben wir. Lernen wir jetzt tatsächlich das nächste Pokémon kennen. Duflor. Auch gehört aus der ersten Generation, aber ich werde nicht die Varianten. Ich habe zwar einen Blattstein, aber nicht zu Duflor weiterentwickelt, sondern mit dem Sonnenstein zu der anderen Variante, mit Bluebella. Habe ich noch nie im Team gehabt. Und kommt aus der zweiten Generation übrigens. So. Also sprich auf Gold und Silber. Also nicht Picochilla, sondern Bluebella. Na gut. Gut, dann haben wir das auch. Haben wir hier unten noch gefangen? Ach, war nur ein Flauschling. Okay, nichts Wichtiges. Das haben wir ja schon. So. Hier ist ein Trainer. Cool. Ah, da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Ein Küchenchef mit einem Löffel. Das hier übrigens hier auch gefangen bekommen. Ist übrigens vom Typ Pflanzendrache. Mit dem Unterschied, dass dieses Pokémon bis zu seiner Entwicklung nicht kann. Aber dann kann es eigentlich das richtig was. So, ich muss natürlich immer austauschen. Aber ich kann den.
Ich warte eigentlich nur gegen Drache und gegen Eisschwäche. Da wir beides nicht haben, muss ich auf Vulpix bauen. Weil dann ist es zumindest neutral. Und Eis tut ihm uns besonders weh. Ja, gut, Fee hat es doch noch. Mit dem Drachentyp. Und Fliegen. Ja, doch, Fliegenfee. Fliegenfee, Eis. Drache. Und dann müsste ich eigentlich alles haben. So. Naja. Und Eis tut ihm besonders weh. Vielversprechend und so, ne? Gut, dein Panzerschutz bitte gar nichts, wenn wir speziell angreifen. So. Ach, der Küchenchef ist besiegt. Okay. Gut. Wie gesagt, eigentlich müssten wir sie jetzt alle haben. Hier muss bestimmt noch irgendwo ein Item. Ha! An solchen Orten immer. Riesenpizza. Zwei Stück. Immerhin. Ja, das Pokémon Camping, das zeige ich euch mal in Ruhe. Lucy. Oh, ein neues Pokémon. Hier bleiben. Ein Drifloon. Auch. Aus Generation 3 müsste das eigentlich sein. Also aus. Oh nein. Moment, ich bin so verwirrt. So, da. Genau, Drifloon. Ich weiß gar nicht, aus welcher Generation das ist. Aus. Ich komme auf die Region nicht gerade, klar. Komm nicht drauf. Hier, die haben Diamond Pearl. So, dann versuchen wir das mal zu fangen. Ist vom Typ Geistflug, übrigens. Mit einer ziemlich nervigen Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, was das auch hat. Wirklich Level 20. Wirklich will Konfu-Strahlen lernen. Dann noch raus mit Aussetzer. So. Okay. Das Pokémon erstmal in die PC-Box. Weil das brauchen wir ja nicht. Oh, da ist ein Item. Und zwar die T39 Anziehung. Cool. So. Picochilla, du, dich habe ich schon. Ich brauche ihn nicht. So, eigentlich muss ich hier tatsächlich auch ein. Nein, Kerada, dich brauche ich nicht. Dich habe ich schon. Ihr müsstet tatsächlich auch einen Knappe gefangen bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, das zu fangen, das zu finden, ist. Okay, ich weiß gar nicht, was ich kriege. Ich will sie jetzt nicht ins Ziel nehmen, so nebenbei. Diesmal nicht. Ja, Kera da ist ja gut. So. Wie ist das? Ja, okay. Scheinbar nicht. Weil nur, wir haben nur den Eintrag, ne? Haben nicht den. Wir haben nicht den Puck fertigen Pokédex, Alter, weil wir es noch nicht gefangen haben. Oh, warte mal. Ja, scheinbar. Das ist selten, scheinbar.
Ja, da wieder haben wir ja. Ja, gut, egal. Dann gehen wir da hoch. Weil da ist mir noch ein Trainer, den ich gerne mit. Oh, ein Wohin genau. Wohin genau haben wir noch nicht. Ist ein weibliches, das erkennt man an diesem Mund. Samenbomben. Ah, ist klar. Was haben wir hier? Versuch die Langwaffe mit sich zu nehmen, okay. Das heißt, wir dürfen uns definitiv nicht besiegen, weil sonst ist es das hier. Ja, pass auf, jetzt kommt noch ein Volltreffer. Nee, komm ich okay. So, jetzt mal dieses Wohin genau mitnehmen. Nee, ich hatte gehofft, dass er drin bleibt. Ich nehme mich mit dem Pokéball. Ich brauche dringend Superbälle. Kein Konter. Gut. Konter tut ihm. Gut, Konter bringt eh nichts, weil ich nicht angegriffen habe, sondern ich versuche das zu fangen. Okay, also Spiegelcape könnte tatsächlich sehr wehtun. Und hier nochmal Samenbomben. Dann gehe ich auf Stachelspore. Weil dann wird es ein bisschen einfacher werden. Ach, scheiß Bodyguard! Hier kann ich nicht angreifen. Also kann ich keine Status verändern, änderten Attacken setzen. Versuch es. Ne, es ist nicht ohne. 10 Welle. Jawohl, endlich. So ein Gefühl 15. Mal bleibt es dann doch drin. Stärke lernen. So, vom Level her sind sie alle ziemlich gleich. So, das Wohin genau möchte ich in der Polizeibox haben. Und dann gehen wir jetzt weiter. Eben. Die Route ist eigentlich nicht lang, aber es gibt halt viele Pokémon zu fangen. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall möchte. So. Dann nehme ich mir das Picochilla mal an Bord. Und ich heile mal meine KP, ne? Bisschen an hier. Tschüss. Oh, Level 22 für Duflor. Wobei da, okay. So, Terada. Dann gehen wir auf Käfertrutz. Frohball erkennt man noch nicht. Frohball ist ja die Weiterentwicklung von Frohball, was wir in der letzten Folge in der Arena gesehen haben. Es gibt noch eine dritte Entwicklung, die wir noch kennenlernen im Laufe der Story. So.
25. Terada. Noch 10 Level, dann habe ich Marithelit. Ja, aber das ist die Weiterentwicklung dann von 30, glaube ich, entwickelt er sich weiter. So, und da ist noch ein Trainer. Dich nehme ich noch mit. Und dann gehen wir mal um diese Pension, die hier gegenüber ist. Alter, kriegen wir was, was wir gebrauchen können. Gut, Veloxy, das kennen wir ja. Ich mach mal eben wieder ein bisschen saugi, saugi, saugi. Ja, fast. Boah, jetzt hab ich fast Wirbler. Hier ist halt noch eine Samenbombe hinterher. Fand ich gut. Tschüss. Auf Wiedersehen, wie los sie. Trassler, da kann ich mal Fleckchen auch mal wieder einmal in den Kampf schicken. Nämlich mit Aquavella. Es wird Zeit, dass du mehr Attacken lernst. So, Trassler, auch weg. Und ich komme mit Wommel. Was hast du denn da für Pokémon hinterher dabei? Vier Stück oder was? Was denn so? Ich kann sich ein bisschen was aufgelegt haben, weil ich könnte ja halt auch sagen können, hey, geh nur mit den zwei Pokémon rein. Aber wir haben ja gesagt, wir kriegen jetzt in die Kürze, also diese Folge auf jeden Fall unser drittes Teammitglied. So, dann haben wir das auch. Und du bist noch ein Trainer, oder was? Hey, willkommen beim Pokémon heute. Ich nehme hier die Pokémon von Trainern in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Solltest du mal über das Thema wissen wollen, sprich ein bisschen mit meiner Großmutter drin. Willst du jetzt gleich die Pokémon bei mir in Pflege geben? Noch nicht, nein, richtig nicht. Aber ich möchte was anderes von euch. Und zwar erstmal quatschen mit dieser jungen Dame. Hoch, willkommen. Hast du mal hier Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Nee, auch nicht. Und diese junge Dame. Noch bequatschen. Ist das ein Toxel? Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden. Bin damit rumgelaufen. Jetzt ist auch sein Toxel geschlüpft. Hier, ich möchte, dass du das trainierst. Es ist ein schockierend, putziges Pokémon. Ja, genau. Drittes Teammitglied heißt Toxel. Und sie sagt, nicht umsonst, dass es schockierend ist, weil es ist vom Typ Elektro. Und zwar Typ Elektro-Gift. Ich werde es ins Team nehmen. Gott sei Dank, wir haben unser drittes Teammitglied und ich werde es jetzt reinnehmen. Und ich weiß noch nicht, welches Pokémon ich will gerade, wenn ich euch rausnehme. Ich nehme mal Bulli raus, egal. Und die hier, die kannst du auch noch haben. Gibt es ein Pokémon, kannst du dein Training damit beschleunigen. 5 EP-Bonbons XS. Cool. Genau. Die Bonbons kriegen wir dann, wenn wir die Raids machen. Yeah. Wir haben einen Toxero. Das ist weiblich, okay. Das ist natürlich ganz ärgerlich. Ich hätte es gerne männlich gehabt. Was machen wir da jetzt? Hat niemand was halt auf weiblich. Ist es egal. Ich hätte es gerne auch männlich gehabt. Na gut, egal. Scheiß was drauf. So, dann trainieren wir kurz. Ich habe noch ein paar Bonbons. Wir haben jetzt krieg 5, ne? Ich gebe ihm nur die 5 Bonbons. Ich will es halt zumindest ein bisschen im Level, im Level halten. Ich kann sie fast, glaube ich, alle geben. Gibst du dir einfach alle. Level 17. So, ich 18. Da kriegst du noch 2 hinterher. Level 20.
Das kann ja sonst nichts, ne? So, dann kriegst du noch die zwei Sonnenbonbons rein und dann bist du Level 22, liebes Toxi. So, die Frage ist, wann wickelt sich Toxel denn weiter? Das wäre jetzt auch mal gut interessant zu wissen, ne? Ich hätte auf 20 jetzt gehofft. Ich glaube, 20 war weiter im sowas. Level 30 erst. Okay. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich habe welche Items, die ich ihm geben kann? Nein. Oh, okay. Eigentlich. Ich kann ihm jetzt die Bonbons einfach reingehen. Rum. 20. So, habe ich jetzt irgendwelche VMs, TMs, VMs, dass ich das lernen kann? Anziehung. Ja, super. Okay, dann halt nicht. Aber wie gesagt, wir werden mit Toxel bzw. dann Reflex im nächsten dann in der wieder Story weitermachen. Gut. Hier befindet sich noch Team Yell. Aber die machen wir noch, komm. Ole, ole, ole. Hey, du da, wir werden über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad drüber wachsen und zwar Dalli. Oh, mit dem Rad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg absteigen. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren. Ja. Ihr wollt mich nicht sehen. Das ist doch Wahnsinn. Ah, ihr habt doch nicht mal eine Rote, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Ey, Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasst ihn in einer Abreibung. Okay. Clown, hätte er was von Clown gesagt. Du wolltest das Rad bloß borgen, damit er mal ein paar Arena-Challenger herumzuscheuchen. Bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Ole! Okay. Ja, wir haben so eine lange Folge. Na gut. Muss man so mitleben. Wir sind fast eine Stunde jetzt dran und haben tatsächlich erst die zweite Folge. Aber wie gesagt, danach machen wir Feierabend. Wenn wir die Kämpfe hier durch haben, und dann machen wir Feierabend. So, tschüss Zickzacks. Dich besauge ich einfach mal kurz komplett aus. Fertig. So. Gaudos. Ah, komm, bleib mal drauf. Gaudos kennen wir noch gar nicht. Ist tatsächlich die Weiterentwicklung von Clap die Fuchs. So, und du schläfst mal eine Runde. Gute Nacht. So, einmal nochmal Saugi, Saugi, Saugi. Ah, du musst Druck sofort einsetzen. Irgendwie war das nicht so dein Ding, ne? So. Und dann kriegen wir jetzt auch. Hier sind noch ein paar Samen auf dem. Oh Gott, zweideutig. Haben ausgesaugt und dann besamen. Oh, Volltreffer, sehr geil. Oh. 24 Toxin, 21 Vulpix, 24 Fleckleon. Fleckleon möchte Tiefschlag lernen. Cool, dann kannst du erstmal diesen Klaps hier rausnehmen. So. Perfekt. Oh, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Kommen Sie auch nicht in die Quere. Ach, du möchtest auch noch kämpfen, Heini. Ja. Okay, ja, kein Problem gewesen mit dem Doppelkampf. Entschuldigung. Tobias, das kennen wir noch nicht. Au. Auch nicht ganz Tobias. So, wenn wir auf jeden Fall demnächst in der Naturzone nochmal sind, das ist ja relativ bald irgendwann passieren wird, dann werde ich auch irgendwann weiterentwickeln hier. Weil dafür brauchen wir einen Sonnenstein und die kriegen wir bei den Burgdenbrüdern dann in der Naturzone. Oder ich hole mir den mal offscreen. Dann ist vielleicht in der nächsten Aufnahme oder mit Beginn der nächsten Aufnahme dann tatsächlich
weiterentwickeln können. Na gut. Gut. Ach, Gott sei Dank, erledigt. Oh, Zigzags entwickelt sich. Wie gesagt, das ist auch nur ein überbordendes Pokémon. Diese drei Typen, die haben wir, drei fehlen uns noch. Aber jetzt lernen wir erstmal Geradax. Okay, das war Gala Geradax. Gibt auch noch eine weitere Form. So, ich weiß gar nicht, wie da die weitergesammelt wird. Der Geradax möchte den Nachtdieb lernen. So, dann kriegt es erstmal Schlecker rausgenommen. Haben wir nämlich nicht. Oh, du bist einfach viel zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da gegen die Arena-Challenge gewinnen? Hilft nur eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Ah, what's up? Ja, wer kennt dich? Boah, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex? Der kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Vor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es einfach dir. Vor Rotom gibt es auch nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das habe ich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und sieh da, es ist sofort hineingeschifft. Verstehe. Oh, du siehst doch ziemlich skeptisch aus. Aber oh, kein Problem, mach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Gleich schon auf. Rotom kann jetzt sicher kaum erwarten. Wir kriegen das Fahrrad. Sehr gut. Augenblick, ich lese dir noch ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plusknopf oder den Minusknopf, um mit dem Rotom Rad zu fahren. Ganz simpel. Gut. Okay, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht's nach Kirten. Und vielleicht sogar schon mit der nächsten Arena weiter. Hä? Bis dahin. Tschüss.